Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play The Witcher, wo wir als allererstes mal in das Wissen um die Monstren gehen, weil ich nochmal gucken wollte bei den Drachen. So, die Legenden haben recht. Drachen lieben Schätze und haben einen riesen Appetit. Den stillen sie, indem sie wahllos alles fressen, was sich bewegt. Wie Katzen lungern sie gerne an Orten der Macht herum und schöpfen Energie, wobei ungeklärt ist, was sie damit anstellen. Es gibt 5 Arten von Drachen. Weiße, schwarze, rote, grüne und schiefergraue. Das hier ist ein schwarzer, ne? Schwarz oder schiefergrau? Ins Reich der Fantasie dagegen gehören die goldenen Drachen. Sagenhafte Gestaltwandler, die sprechen können. Ja, natürlich. Drachen sind zwar schlau, aber weder des Sprechens noch der Kunst der Polymorphie mächtig. Was ist bei der Begegnung mit einem Drachen zu tun? Am besten betet man zu allen Göttern, die es gibt. Atheisten sollten auf der Stelle fliehen, wenn sie noch ein paar Herzschläge lang leben wollen. Jedenfalls sind Laien des Todes egal, was sie tun. Im Kampf ist vor allem das Drachenfeuer zu vermeiden. Es wirkt unmittelbar tödlich. Die Echsen sind zu geschickten Flugmanövern fähig und wissen ihre Lufthoheit zu nutzen. Ratsam ist es, sich hinter Mauern zu verstecken und hohe Gebäude zu erklimmen, um das Biest im Vorbeiflug zu überraschen. Prankenhiebe von Drachen sind fürchterlich, Drachenbisse noch viel fürchterlicher. Auch sie garantieren den Tod. Drachen haben einen ähnlichen Spieltrieb wie Katzen. Sie tragen ihre Opfer durch die Luft, bis sie sich langweilen, dann lassen sie sie irgendwo hoch oben fallen. Drachen sind unempfindlich gegen Gifte. Blutungssteigernde Öle können ihnen auch nichts anhaben, ebenso wenig Fallen und Bomben. Der Kerl, der einen Drachen umstoßen kann, muss noch geboren werden. Es sei denn, er wäre so geistesgegenwärtig, dem Untier vorher mit der Axt den Schädel zu zerteilen. Dann kann man ihm natürlich nur gratulieren. Da steht aber nichts dabei, ob wir jetzt das Silberschwert oder das Stahlschwert gegen den Drachen brauchen. Das ist blöd. Na gut. Militarisieren wir doch nochmal. Ein paar Tränke haben wir ja noch. Erpel zum Beispiel. Und wir müssen mal Erpel natürlich entgegenwirken mit der Krähe. Und wenn es noch passt, dann den hier noch. Ich glaube, das ist eine ganz gute Auswahl an Tränken für den Kampf mit einem Drachen. So, 10 Minuten Zeit. Auf geht's. Du hältst mich nicht auf. Weder du noch irgendwer sonst. So, wahrscheinlich hoch, ne? Wir jagen viele der... Ich töte Tanker, dich nicht. Wow. Hi! Wie gefällt dir mein Mann? Ich glaube, ich mag deinen Drachen nicht. Ja. Hi! Ich habe das Portal stabilisiert. Wo willst du dich schon verstecken? Ach so. Früher oder später wirst du ja doch gefunden. Ich ziehe es vor, über mein Kommen und Gehen selbst zu entscheiden. Wo ist Leto? Ser Santessis kümmert sich um ihn. Und um alle anderen, denen sich bei der Vorstellung, eine Zauberin zu verbrennen, der Schwanz aufrichtet. Wo ist er? Weiß ich nicht, du Trottel. Ich suche ihn selbst, seit Foltes tot ist. Leto hat uns alle betrogen. Wir sind auf die einfältige Miene und den stumpfen Blick reingefallen. Begreifst du nicht? Was heißt das? Ja, die Loge wollte Demavent loswerden. Er war ein launischer Schwächling. Adam war im Begriff, unter seiner Herrschaft den Bach runterzugehen. Wir haben das kleinere Übel gewählt und ihn unschädlich gemacht. Leto war nur das Mittel dazu. Und Foltest? Und Hänselt? Damit haben wir nichts zu tun.
Nach dem Mord an Demavent hat Leto unser Gold und unsere Magie benutzt und sich mit Jorvet in Verbindung gesetzt. Der sollte ihn verstecken, bis etwas Gras über die Sache gewachsen war. Das dachte ich jedenfalls. Für Foltests Tod ist die Loge nicht verantwortlich. Wer dann? Nilfgaard. Leto, der König der Lügner und Kaiser der Verräter. Er hat von Anfang an der großen Sonne und der weißen Flamme, die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt, gedient. Und uns alle reingelegt. Mich, Jorvet, deine dämliche Triss und dich. Welche Beweise gibt es dafür? Ich habe Nachricht erhalten von einem Logenmitglied aus Zintra. Die kaiserliche Armee überquert soeben die Yaruga. Du glaubst doch nicht, dass der Norden ihr in dieser Lage etwas entgegenzusetzen hat. Außer vielleicht ein neues Wunder von Brenna. Das weiß ich nicht. Aber ihr wart diejenigen, die es so weit haben kommen lassen. Und dafür werdet ihr auch gerade stehen. Das Stigma des Verrats wird euch für immer begleiten. Abwarten. Diese Stadt verlässt niemand mehr lebendig. Also wird auch keiner die Geschichte erzählen können. Philippa kontrolliert den Drachen. Sobald ich verschwinde, verwandelt er die Stadt in ein brennendes Grab. Der Drache hat bei der Schlacht um die Burg Lavalette Foltests Armee angegriffen. Wie passt das zu deiner Geschichte? Da war er noch nicht unter unserer Kontrolle. Wir mögen eine Schlacht verloren haben, aber der Krieg beginnt erst. Und er findet ohne dich statt. Dies ist dein Ende, Hexer. Adieu. Etwas stimmt nicht. Der Diamant. Jemand hat den Diamanten ausgetauscht. Er hat einen Makel. Er wird mich in Stücke reißen. Nimm ihn raus! Okay. Du hast mich gerettet. Soll aber nicht so sein. Solltest du überleben, geh nach Nilfgaard. Dort findest du Yennefer von Wengerberg. Leb wohl, Hexer. Yennefer. Oh. Du stinkst vielleicht. Okay, ich brauche das andere Schwert. Ein Stahlschwert ist nicht wirksam gegen Monster. Okay, also doch die Tänzerin. Geralt? Willst du mich hier verarschen gerade? Ziehst du bitte mal dein Schwert, Geralt? Wir haben ja gerade ein paar Probleme. Das wird nichts. Das wird hier gerade überhaupt nichts. Ich habe nicht mal ansatzweise eine Chance gegen diese blöde Echse da. Dafür bin ich noch ein bisschen Lebensenergie regenerieren könnte. Ja, nee, keine Chance. Nicht mal ansatzweise eine Chance. Das ist ja brutal. Das ist echt, das ist... Autsch. Ich muss jetzt nochmal gucken. Also das ist... Danke. Oh, Geralt! Wie viele von denen laufen hier noch? Alter! Okay, das machen wir nochmal.
Wie kann der mich da getroffen haben gerade? Mann, ey. Ich hasse diesen Drachen. Der Drache ist furchtbar. Das ist ein ganz furchtbarer Drache. Oh, kann ich mich jetzt nochmal regenerieren, nochmal heilen und... Das wäre total toll, wenn das gehen würde. Zumindest hat er das Spiel gespeichert. Das ist ja schon mal was. Und da geht unsere Lebensenergie-Regeneration wieder mit uns durch. Es geht doch. Es klappt doch. Es ist doch einfach wunderbar. Und wir haben noch 5 Minuten Trankeffekte. Und ich warte jetzt. Natürlich warte ich jetzt hier an dieser Stelle, bis ich wieder volle Energie habe. Ich bin ja nicht bescheuert. Und ich wüsste auch gerne nochmal in der ersten Runde, als wir das erste Mal versucht haben, den Drachen zu töten, warum wir da einfach so absolut gar keinen Schaden verursacht haben. Obwohl wir das gleiche Schwert benutzt haben, das wir jetzt auch genommen haben. Ich kann das Spiel nicht speichern. Natürlich nicht. Jetzt speichern zu können, wäre ja auch zu viel verlangt. So, machen wir jetzt das gleiche Spielchen nochmal. Bist du aber hässlich. So, komm her hier. Alter, nicht mal ansatzweise eine Chance gerade. Wunderbar, super. Also ich möchte an dieser Stelle sagen, der Kampf macht mir echt Spaß. Und der Checkpoint war so dermaßen beschissen gesetzt, dass wir jedes Mal, wenn wir das nochmal versuchen, nochmal warten müssen, bis unsere Lebensenergie wieder aufgeladen ist, weil wir danach nicht mehr speichern dürfen. Das ist nett. Das ist auf jeden Fall nett. Hier. Du kannst das Spiel jetzt nicht speichern. Ja, hätten sie den Checkpoint nicht da setzen können, wenn man oben auf das Dach kommt? Nein, natürlich hätten sie das nicht. Das wäre ja zu viel verlangt. Ein, vielleicht zweimal zuschlagen, dann wieder weg. Das ist, glaube ich, unsere einzige Chance, ne? Oh, das kotzt mich so an, dass wir warten müssen. So, und hier darf ich natürlich auch nicht. Nein, natürlich nicht. Hätte ich da eben speichern können? Verfluchte Biester. Alter! Wie? Wie? Ja, ich muss ja irgendwie gegen das Drachenfeuer reagieren. Nicht mal die Hälfte. Nicht mal die Hälfte. Ich schaff nicht mal die Hälfte. Ich habe keine Ahnung, wie ich diesen Kampf machen soll, Leute. Das kann doch nicht wahr sein. Du kannst das Spiel jetzt nicht speichern. Leckt mich doch am Arsch! Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich weiß es wirklich nicht. So, er kommt an, setzt sich dahin. Und verpasst mir gleich erstmal einen Schlag. Mehr hat eure Mutter nicht und verpasst geboren. Mir noch einen Schlag. Bevor ich irgendwie reagieren kann. Ja, jetzt kommt das Feuer. Ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Das ist keine Chance. Keine Chance.
Ne, das laden wir jetzt nochmal wieder neu. Und dann ist mir das alles sowas von dermaßen scheißegal, jetzt wird der Schwierigkeitsgrad runtergestellt. Es ist mir egal. Ja, es geht mir auf den Sack. Ich hab... So, einfach... Und wahrscheinlich kriegen wir trotzdem in... Werden wir trotzdem in den Arsch getreten. Muss mal kurz nachgucken. Er hat sich das jetzt gemerkt, ja? Ja. Oh, das nervt mich. Das nervt mich, hier kurz vor Ende jetzt noch auf solche Mittel zurückgreifen zu müssen. So, Quen haben wir auch aktiv. Aber ich sehe es einfach nicht, wie wir das irgendwie schaffen sollen noch hier. So, da bist du ja wieder. Seht ihr, das ist mir nämlich eigentlich schon wieder zu einfach hier. Jetzt kann er uns ja gar nichts mehr anhaben. Ich kann mich einfach vor ihn stellen und sagen, hier, guck mich an. Ich bin Geralt von... Der verursacht minimalen Schaden, der Drache. Der tut mir schon richtig leid jetzt. Ja, jetzt hat er nämlich keine Chance mehr. Und vorher hatte ich keine Chance. Es wäre echt toll, wenn es da noch irgendwas dazwischen gegeben hätte. Jetzt kommen wir so allmählich in das Gebiet, wo er Probleme macht. So, wenn ich jetzt Schwierigkeitsgrad wieder hochstelle, auch normal. Okay. Okay. Weil ich wollte jetzt wirklich halt nur diesen einen Kampf, wisst ihr? Damit wir irgendwie weiterkommen in der Geschichte. Es ging mir jetzt nicht darum, mir das Spiel allgemein irgendwie zu vereinfachen. Ein schlechtes Gefühl. Ah. Aber das sieht gar nicht so schlecht aus. Aber wie sollte man den denn besiegen? Ich meine, ja, wenn ich jetzt noch 2, 3 Folgen geübt hätte, hätte ich das wahrscheinlich hingekriegt, aber... Das wollte ich uns jetzt ersparen. Und ich würde einfach mal sagen, wir können einen Drachen unter der Kontrolle der Magierin, der den Auftrag hat, ganz Loc Mu'in und alle, die sich darin befinden, zu töten, den können wir nicht zurücklassen, so leid es mir auch tut. So leid es mir tut.
Es tut mir leid. Ist das so schlau, alle Zauberer hinzurichten, wenn Nilfgaard über die Yharuga kommt? Dein Werk, Herr. Am Anfang war das Chaos. Und was jetzt mit Leto? In Rot. Wie lief es mit dem Drachen? Der hatte eine harte Landung, hat sich auf einen Baumstamm gespießt. Ich musste ihn töten. Die Zeiten ändern sich. Schade zwar, aber alternativlos. Die Zauberinnen hätten ihn ja doch benutzt. Weißt du, Roche, was das Allerschlimmste ist? Das war einer der letzten Drachen überhaupt. Vielleicht der allerletzte. Ein schönes, edles Geschöpf. Und die Loge hat ihn benutzt wie ein Werkzeug. Wir kriegen die Zauberinnen und wir bestrafen sie, Hexer. Radovid und die anderen Könige schichten schon die Scheiterhaufen auf. Was wird aus dem Rat und der Kammer? Es wird wohl eher eine Synode der Inquisitoren einberufen. Aber es haben nicht alle Zauberinnen den Scheiterhaufen verdient. Wo gehobelt wird? Fallen Späne, ich weiß. Zwickt der redanische Adler nicht am Kragen? Ach, Kleider. Ein bisschen Stoff ändert an meiner Treue gar nichts. Wirst du Radovid dienen? Ja, Temerien braucht einen starken, unabhängigen König. Ich kenne keinen, der besser geeignet wäre. Und ich muss Anais beschützen. Ich verstehe. Was ist mit Leto? Habt ihr ihn? Mehr oder weniger. Wie meinst du das? Er wartet da auf dich, wo die Temerier ihr Lager hatten. Jedenfalls hat uns das ein Bote gesagt. Gehen wir. Erzähl mir unterwegs, was hier passiert ist, während ich mit dem Drachen zu tun hatte. Morde, Plünderungen, Vergewaltigungen in wechselnder Reihenfolge. Wer ist da von der Leine los? Die Soldaten der Könige sollten die Verräterinnen beseitigen, aber natürlich waren im Handumdrehen alle Magier Verräter. Die Soldaten waren in der Überzahl und die magischen Blockaden in der Stadt verhindern Zauberei. Seit die Könige sich im Schutz ihrer Garden aus der Stadt gemacht haben, jagen ihre Krieger die Zauberer. Die Bekannteren und Mächtigeren konnten entkommen. Die übrigen hat man zu Tode gemartert. Und auf eine gewisse Weise sind wir nicht ganz unschuldig, oder? Level 34. Das heißt, wenn man den Konter frei ist, gegen Leto vielleicht nicht verkehrt. Ich muss erstmal speichern. Okay, wo müssen wir lang?